Drei Tage Fußball-Action vom Feinsten. Auf dem Sportgelände der SG Johannesberg hat der Auftakt zum dreitägigen Fußball-Sommercamp des Bundesliga-Zweitligisten VfL Bochum stattgefunden. Organisiert wird das Camp von der Fußballschule des Zweitligisten und der Fulderer Zeitung, unterstützt von der SG Johannesberg und dem Fulderer Modehaus Roman und Heil. Ihr seid die Gruppe Pertl. Pertl ist linker Verteidiger des VfL Bochum, der Beste in der zweiten Liga. Das ist die Gruppe Losilla, der beste Mittelfeldspieler des VfL Bochum, auch in der zweiten Liga. Losilla. Das ist die Gruppe Celozzi, der beste rechte Verteidiger der zweiten Liga. Das ist die Gruppe Mlappa. Drei Tage lang werden hier 85 Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren auf zwei Fußballplätzen von den Trainerprofis des VfL Bochum professionell unterrichtet. Meine Jungs und Mädchen machen super klasse mit, auch mit voller Begeisterung. Trotz der heißen Witterung geben sie alles bis jetzt. Und ich glaube, sie haben viel Spaß, das merkt man. Und ich glaube, das geht bis Donnerstag so weiter. Wunderbares Umfeld, super Platz, super Eltern, alle da. Ich bin total zufrieden. Neben den ehemaligen Nationalspielern Gerd Strack, Christian Schreiner, ist auch Nachwuchsstar Darius Wost mit von der Partie. Neben tollen Aktionen wie einem Fußballquiz oder einem Technikparcours erwarten die Kids insgesamt 4 Trainingseinheiten. Bis Donnerstag rollt in Johannesberg noch der Ball. Gegen Mittag geht dann der dreitägige Fußballspaß mit einem kleinen Turnier inklusive großer Siegerehrung zu Ende.